Hallo und Grüße aus Schweden und Grüße von den netten Kühen hier hinter mir. Die waren eben noch ein bisschen näher dran und haben geguckt, wie ich die Kamera aufbaue. Heute lade ich euch mein erstes Erklärvideo hoch. Es geht ums Niederschlagsradar. Das ist ja ein ganz praktisches Tool. Das könnt ihr auch auf unserer Webseite ansehen und benutzen. Ein Beispiel habe ich jetzt hier eingeblendet. Ihr könnt sozusagen sehen, je roter die Farbe auf dieser Skala, die seht ihr unten, je mehr Rot dabei ist, umso stärker regnet es an dem Punkt auf der Karte. Man kann das auch umschalten, da hat man das sozusagen schön erklärt, wie sich der Niederschlag zusammensetzt, wie stark der ist. Wie das Ganze funktioniert, das will ich euch jetzt ein bisschen erklären. Dazu gibt es dieses Bildchen von einem Radar. Wir haben hier unser Niederschlagsradar, das sendet Mikrowellenstrahlen aus. Die sind so 5 bis 10 cm lang, so eine Welle. Und diese Mikrowellenstrahlung, die interagiert mit unseren Niederschlagströpfchen, die wir untersuchen wollen. Wir wollen ja wissen, wie viel es wo regnet. Die interagieren in der Form, dass sie einen Teil dieser ausgesendeten Strahlung zurückwerfen. Und das ist, wie ich gleich noch euch erläutern werde, abhängig davon, von wie viele Tröpfchen wir haben und wie groß die sind. Das ist sozusagen auch, daraus kann man sozusagen auch ermitteln, wie groß die Niederschlagsintensität ist in Liter pro Stunde oder Millimeter pro Stunde. Der Teil, der hier zurückkommt, wir können das hier detektieren und aus der Laufzeit können wir ermitteln, wie weit dieses Rückstreusignal weg war. Wir wissen, dass dieses elektromagnetische Licht, diese elektromagnetische Welle, die bewegt sich mit der Lichtgeschwindigkeit fort. Und wenn wir die Zeit messen können, und das können wir ermitteln, wie weit das weg ist. Es gibt noch andere Methoden, die Entfernung zu ermitteln, die sind ein bisschen genauer, darauf gehen wir jetzt aber nicht ein. Das führt zu weit. So sieht das Ganze dann aus, wenn man es in Formeln presst. Wir haben die Leistung, die bei unserem Empfänger ankommt. Die ist abhängig davon, wie viel Leistung wir überhaupt aussenden. Das ist klar. Denn es wird ja nur ein Teil dieser ausgesendeten Leistung zurückgestrahlt. Die ist weiterhin abhängig von diversen Radarparametern. Das ist dieses C. Das ist jetzt nicht weiter wichtig. Die ist abhängig von Parametern, die unsere Niederschlagströpfchen betreffen. Nämlich ein Parameter K, den erkläre ich gleich. Die Anzahl N unserer Niederschlagströpfchen. Und ist abhängig von deren Größe. Und die Größe geht mit hoch 6 ein in diese Formel. Ist also kleine Änderungen der Größe bewirken eine sehr große Änderung dieser rückgestreuten Leistung. Deswegen können wir sehr gut eine gewisse Größenverteilung herausfinden. Und das Ganze ist auch noch abhängig davon, wie weit das Signal weg ist. Und diese Entfernung R, die geht mit hoch 4 in die Formel ein. Allerdings geteilt durch, je mehr, desto kleiner. So, das habe ich hier unten auch aufgemalt. Je höher die Entfernung ist, desto kleiner wird das Signal, was wir bei unserem Empfänger empfangen können. Das heißt, je weiter es weg ist, desto schwächer. Das begrenzt dann irgendwann mal die Reichweite, so dass es nicht mehr detektierbar ist. Die deutschen Wetterradare werden so mit ungefähr einer Reichweite von 160 Kilometern betrieben. Und dabei überlappen sie sich genügend, dass wir ein Gesamtbild haben können. Dann kommen wir zu den Parametern unserer Niederschlagströpfchen. Die Größe. Je größer die sind, desto mehr wird zurückgestreut. Klar. Je mehr es sind, desto mehr wird zurückgestreut. Auch klar. So, und je größer dieser Parameter K ist, desto mehr wird zurückgestreut. Und das K ist ein Rückstreuparameter, der ist abhängig von dem Stoff. Und im Niederschlag haben wir sozusagen zwei Arten von Wasser, die unterschiedlich zurückstreuen. Und zwar ist es einmal flüssiges Wasser, Regen. Und einmal Eis, Schneefall, Graupel und so weiter. Eis hat ein viel kleineres Rückstreuvermögen als Wasser in der Form. Das heißt, das Signal, was ankommt beim Radar und das wir dann sehen, ist kleiner für Eis. So, und das ist sozusagen die Funktionsweise eines Radars. Wir wissen, wir können jetzt hieraus eben die Summe dieser Parameter, also wir wissen sozusagen, können die Summe ermitteln. Wir wissen, wie viele große Tropfen im Durchschnitt es sind. Wir kriegen so eine Art durchschnittliche Verteilung raus. Wir können nie genau sagen, mit nur der Methode, es gibt noch andere Methoden,
wie viele Tröpfchen es sind oder wie groß sie sind. Wir kriegen nur so einen Durchschnittsparameter, aber damit können wir eben sehr gut eine Niederschlagsintensität ableiten. Das wäre es jetzt zum Radar erstmal. Damit verabschiede ich mich und wünsche noch viel Spaß mit weiteren Videos. Ciao!